Lokale und internationale Musiker unterschiedlichster Genres verwandelten Hannover gestern bei der Fête de la Musique in einen Ort der musikalischen Vielfalt und der Begegnung. Main Act auf der Bühne an der Marktkirche ist in diesem Jahr die in Israel hochpopuläre Jael Deckelbaum. In Anlehnung an die Eskalation der Gewalt zwischen Palästina und Israel im Sommer 2014 versucht sie, mit ihrer Musik ein Zeichen zu setzen. Mit ihrem Song Prayer of the Mothers ist sie zu einer inspirierenden Ikone der israelischen Friedensbewegung geworden. It's a message of peace, of love. Es ist eine Botschaft des Friedens, der Liebe. Eine Botschaft, die verbreitet werden muss, besonders durch Musik. Die Medien, die Massenmedien lassen die Botschaft nicht zu. Mainstream media is not letting this message through. Es gibt so viele gute Menschen auf der Welt. Ich entdecke immer wieder, da ist nicht so viel Gewalt, wie sie uns zeigen. Sie zeigen uns nur einen Teil der Wahrheit. Meine Mission ist es, die andere Seite der Wahrheit zu zeigen und Menschen zu ermuntern und zu inspirieren, eine Verantwortung für den Verlauf der Menschheit und der Welt zu übernehmen. And where this world is going to. Am Samstag fährt sie dann weiter zum Women's March nach München, wo Frauen singend und tanzend für den Frieden demonstrieren werden.